Katzen. Katzen, Katzen haben wir doch. Nein, ich will aber hier diese reinen Katzen da rein haben. Boah, wie willst du denn das schaffen? Du weißt, wie scheu die Dinger sind. Ja. Und wie willst du das auch mit den Hunden schaffen? Weiß ich auch noch nicht so ganz. Weißt du, was ich meine? Ja. So. Oink, oink. Warum guckt mich mit die Schweine so hinterher? Die Schweine. Gehen auf dich. Ja, das glaube ich sogar. Ich guck mal, ob ich einen Wolf finde oder irgendwie sowas ähnliches. Ich weiß gar nicht, wo findet man denn diese Ocelots? Ich habe ja immer noch keins gefunden gehabt. Ich gehe jetzt auf die Suche nach Ocelots. Junge, oder? Tja, das ist halt eine gute Frage, ne? Weil wenn sie im Dschungel sind, ja, Ja. wie willst du die da reinbekommen? Keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Weil die sind ja Ja. scheu. Vielleicht müssen wir da anders danach helfen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Das sieht auch mal cool aus hier. Nice, nice. Aua. Habe ich was zum Futtern dabei? Nicht genug. Naja, ich renne jetzt einfach mal Richtung Dschungel. Wir wissen ja noch, wo er ist. Doch, ich habe genug zu essen dabei. Theoretischerweise. Yum, 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 yum. Nee, es reicht nicht. Die kleinen Scheifchen werden auch groß, wenn die das Gras fressen, gell? Weiß ich nicht. Also Ja? eigentlich nur Fell. Nee, nee, die werden auch groß. Die fressen das und dann werden die groß. Direkt groß, oder was? Nein, die müssen ein paar Dinger fressen. Ja, vielleicht auch nur Zufall, dass es einfach da gerade hing, während es gerade gefuttert hat, weißt du? In der Schmiede hätte ich übrigens, ja, Ja. kein Feuer reingemacht, ja, sondern Ja. Lava. Ja. Können wir noch reinmachen? Hier sind wir wieder am Part 100. Jetzt sind wir. Ach, da sitzen ja immer noch meine Katzen rum, die machen Miau. Ach doch, die Ocelots kann man locken. Natürlich kann man die Ocelots locken. Mit Fisch. Stimmt, ja. Aber die rennen dann auch wieder direkt weg. Die rennen dann nicht einen hinterher, weißt du, was ich meine? Ja, also ich bin jetzt im Dschungel. Ich bin jetzt im Dschungel. Dschungel. Also ich sehe hier keine Ocelots. So, Schweinchen. Oink. Komm mal hier, gib mir mal euer Schinken. Komm, gib mir dein Schinken. Da hat gar nichts gedroppt. Du auch nix. Hast du Schinken dabei? Gib mir dein Schinken! Nein, ich meine das Schwein. Nicht dich. So. Also, hier sind wir eindeutig. Ich hänge hier irgendwo fest, sag mal. Random, du weißt doch immer alles. Wo findet man denn Ocelot? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Im Was weiß ich? Ocelots Wohngebiet. Im Ocelots Wohngebiet. Das klingt natürlich logisch.
Wer hat dir was gefuttert, hä? Ja, deswegen bin ich eigentlich die ganze Zeit gemutet. Ach so, weil du futterst? Richtig. Was futterst du? Ocelots. Ocelots futterst du? Jupp. Wie schmecken die? Ja, ein bisschen knusprig, hörst du doch. Bisschen knusprig. Ja, Blaze, warte mal. Bist du noch da bei den... Ich bin noch bei den Schafen, ja. Vermehr den ganzen Kram gerade. Ja, setz mal Ocelots rein und Wölfe. Wir wollen ja wilde Wölfe haben und wilde Ocelots. Dupdi-dupdi-dupdi-du. Ja, meine lieben Freunde, wir cheaten. Wenn du es gemacht hast, sag mir Bescheid, dass ich es ausmachen kann. Wie viel? Zwei? Oder drei? Vier? Ja, vier. Von beiden vier. Oder nee, mach von der einen vier und den anderen fünf. Damit es ungerade ist. Und Wölfe. Ja, ja, mach vier Wölfe und fünf Ocelots zum Beispiel. Oder fünf Ocelots und vier Wölfe. Oder auch andersrum. Dupdi-dupdi-dupdi-du. Gut, hab ich. Gut. Und meine lieben Freunde, wir gehen ja nicht hin und wir machen das heimlich, sondern wir zeigen euch das ja, dass wir hier rumschieten bei sowas. Ich meine, Dorfbewohner kann man ja auch nicht locken, sonst hätte ich auch Dorfbewohner gelockt, aber wenn man, naja, keine Chance hat, hat man eben keine Chance. Und sind die Ocelots putzig? Toll sind die, ja. Das glaube ich sogar. So, und platsch. Die Dorfbewohner rennen hier von Tür zu Tür. Ich find's voll geil. Klack, klack, klack. Du hast hier überall nur die Türen immer. Alle Dorfbewohner, die plündern eure Häuser. Ja, ich glaube auch. Ja, das ist jetzt eine Farm, eindeutig. Hallo Hundis, die Hundis sitzen nur bei den Schafen. Die ja, gucken ja nur die Schafe an. Die gucken alle rüber. Oh, oh, Essen. Finde ich mal richtig cool, gell? Muss mal die Wölfe angucken, ey. Ja, die hocken nur in der Ecke, ja. Wie zum Teufel ist der eine Dorfbewohner da oben hingekommen? Das gibt's doch nicht, Mann. Die sind auch bei uns drinne, gell? Hier im, Ja, ist alles voll. Die sind überall. Die plündern uns! Oh! Der eine Dorfbewohner rennt hier rum. Wir haben ja noch unsere Melon-Dinger. Haben wir auch noch, ja. Ja, wir brauchen auch noch, für die andere Farm, für die... Weißt du, was ich meine? Nee. Ah ja, für die Essensfarm. Ja. Brauchen wir auch noch, und zwar Melons und Getreide ist ja schon, glaube ich, oder? Ja. Ist cool, wie die überall rumrennen, ey. So. Was sind, ob hier unten auch einer ist? Bin ich mal gespannt. Nee. Nach hier wollen sie nicht. Ich bin mal gespannt, ob einer schon bis hoch in die Burg gerannt ist. Garantiert.
Also bis jetzt sehe ich keinen. Nee. Hier ist niemand. Komm mal mit, Katze. Du musst hier nicht oben die ganze Zeit alleine rumsitzen. Du läufst jetzt mit mir, Katze. Hat sich das Feld vergrößert? Nee. Doch? Nee. Wo ist denn meine blöde Katze? Die kommt nicht hinterher, die jumpt da oben hin und her. Ist die blöd. Na, irgendwann teleportiert es sich ja eigentlich. Oder auch nicht? Oh, was machen denn die Dorfbewohner da, Mann? Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Sag Sind mal, so dumm, diese Dorf, die oder? Katze ist so buggy, das gibt's nicht. Komm mal bitte zum Rathaus. Ach, Rathaus, 8 bis 16 Uhr geöffnet. Guck mal da hoch zu dem unvollständigen Haus. Die Katze ist fertig. Spring nicht, Katze! Spring, spring, spring. Das sieht geil aus, gell? Was macht die denn da oben, Mann? Jagt irgendwas wahrscheinlich. Hin und her. Silberfische. Ja, stimmt, gell? Wir haben hier Silberfische. Ja. Hier, Katze, komm mit. Hallo. Hallo. Ja, was macht die denn da? Hallo? Ja, jetzt sitze. Kommst du mal mit, Katze? Komm mit, Katze. Ich glaube, die ist buggy. Nein, die ist nicht buggy. Katzen setzen sich angeblich gerne hin. Dann bleiben sie sitzen, oder was? Nö, aber solange du da nicht wegläufst. Weil da ist ein Hundi. Ich will aber unbedingt noch ein Hundi haben. Ich will Katzi und Hundi. Die setzen wir nebeneinander. Und dann zerfleischen sie sich. Wir haben immer noch nicht die Monster angeschaltet, gell? Nein. Haben wir Pumpkins? Glaube ja. Sand oben sieht. Sonnenblume, Sonnenblume. Ne, wir haben keine Pumpkins. Melonsamen, Samen, aber keine Pumpkins. Oben Crab. Vielleicht bei Crab? Nee. Aber da haben wir noch hier einen Knochen. Den Knochen kann ich gut gebrauchen. Ah, da läuft der Herr Schmidt. Hallo, Herr Schmidt, haben Sie schon die Miete gezahlt? Ist das lustig, gell? Ja, so langsam haben wir einen ganz schönen Haufen Tiere. Ja, du sollst ja auch nicht immer weitermachen mit dem Vermehren. Oh doch. Oh nein. Beine sind ganz viele da. Hier war doch irgendwo ein Hund. Köter! Köter, ich hab einen Knochen. Da hinten rennt er. Die Ocelots sind weg. Macht keinen Spaß, Tatsache. Tja, es funktioniert wohl nicht, hä? Ja, dann mache ich den Zaun auf für die Schafe, hä? Stimmt, ja.
Alter, wie viel... Hier keucht und fleucht hier alles rum, ey. Hund, komm gefälligst rein, wenn ich dir sage. Mach mal auf die Türen. Packeln drauf, weil ich hab keine mehr einstecken. Was, Kacke drauf? Fackeln. Fackeln, ich dachte grad schon, hä? Bitte? Komm hier und du. Komm hier durch schon, schnell! Schnell! Guck, der Hüterhund. Der Schafshüter. Der ist toll, gell? Das ist toll. Mach da mal Fackeln hier drauf. Wo drauf? Genau, warte, Moment. Hier auf die Ecken. Hier, oder was? Ja, und daneben auch. Ja. Und hier bei den Kühen auch. Sag mal, hier geht's ab ohne Ende. Na, jetzt bewegen sich auch drinnen wenigstens ein bisschen die Wölfe. Ja. Was für Geräusche, ey, das gibt's doch nicht. Guck, wie viele Schweine. Ja, das ist ein bisschen übertrieben, das reicht jetzt. Weil die Koa, die backen sich da jetzt schon überall rum. Geil. Was an Backen toll? Hühner haben wir auch ein paar. So, ich muss jetzt gerade mal zurück ein bisschen. Hallo, Dorfkoa, da haben sich drei Dorfbewohner getroffen, um miteinander zu reden hier gerade.